Ja, es geht auch aufwärts, denke ich zumindest. Irgendwann kann ich auch mal den Herbalist ein bisschen ausmachen. Warum da überhaupt zwei reingehören, weiß ich auch nicht. Weil ich habe keine Ahnung, für wie viele Leute das sein soll. Okay, Werkzeug sinkt. Ja, okay, steigt ein bisschen. Was kann man hier eigentlich noch machen? Kohle, ich glaube, da braucht man eine Mine für. Eine Köhlerei kann man, glaube ich, nicht bauen. Oder? Steinbruch, Mine, Iron and Coal. Das sieht mir auch dann nicht danach aus. Das ist für Essen. Friedhof, Kapelle, Stadthalle, Krankenhaushammer, Schulerhammer. Das sollte man vielleicht auch irgendwann in Betracht ziehen. Oh, ich bin aufs Feld gekommen vom Laptop. Das auch nicht. Nö. Sieht nicht danach aus. Einen Brunnen braucht man irgendwann noch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn hier ein Feuer ausbricht, oder kann ein Feuer überhaupt ausbrechen, weil ich die Katastrophen ja ausgeschaltet habe? Ist das eine Katastrophe oder ist eine Katastrophe jetzt irgendein Wirbelsturm, der übers Land fliegt oder so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch, ich finde es nicht so schnell raus. Was braucht man denn da? Vier Stück. Lock. Wir haben, glaube ich, nicht genug Leute für sowas. Die Anzahl der Leute steigt zwar stetig, aber je mehr Leute, umso mehr Probleme scheine ich auch zu kriegen. Vor allem was Holz betrifft. Eisen hält sich eigentlich so in Waage, muss ich sagen. Wir haben ja auch noch einen kleinen Vorrat, falls es mal alles ist. Aber vor allem das Essen macht mir Sorgen. Ach nö, 1,7, hab mich gehört. Ach, kann ich auch hier einsehen. Wir sind noch mitten im Frühling und kann es mal wieder schneller machen. Das Feld können wir irgendwann mal hier bebauen. Vielleicht machen wir da nochmal Kürbis hin. Kürbisse brauchen viel Wasser. Hier ist schön viel Wasser. Natürlich Bewässerung. Natürlich immer gut. Vor allem für die Walnussbäume. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass die sehr viel Wasser ziehen. Ach, sind schon die ersten Leute drin. Das zeigt mir eigentlich, dass wir viel zu wenig Gebäude haben. Firewood ist low. Braucht kein Feuerholz. Ja, Lock ist auch low. Vielleicht ein Forester mehr. Und auch wenn wir es nicht lagern können, kann man es ja auf 400 erhöhen. Und das auf 200. Und das lassen wir erstmal so. Der kann nichts mehr machen. Ausstellen. Mal aus dem lieber ein Forester. Ein Forester Gump. Mist. Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Ach, er zeigt mich nicht an. Aber ich sehe es eigentlich auch so. Feuerholz und wahrscheinlich auch wieder Lock. Ja, natürlich. Was auch sonst. Ich denke mal, die holen sich. Ja, ne. Deshalb. Sobald sie ein Haus bauen, holen sie sich erstmal einiges an. Oh Mann, ist denn die schnell. Holen sich erstmal ordentlich was zu essen und Feuerholz ins Haus. Würde ich auch nicht anders machen. Denn was man schon mal im Haus hat, das kann einem keiner wegnehmen.
Das wird jetzt professionell abgeholzt. Hat sich erledigt. Ist von selbst umgefallen. Unsere Population wird anscheinend gerade dann... Oh, nur 500 Essen. Ein Sammler. Und ich glaube, wenn irgendjemand stirbt, zieht der Laborer automatisch den Beruf nach, dann muss ich das nicht mehr von Hand machen. Also sollte ich immer ein, zwei dafür übrig behalten. Aber wenigstens schon mal ein Sammler. Ist das der Sammler? Hey, ich habe es nicht abgeklickt. Kein Werkzeug? Was macht die denn? Ach, die ist Kind, natürlich. Eine Kindererwische. Lock. Stein. Uns fehlen jetzt wahrscheinlich einfach die Walnüsse. Nächstes, wenn es das nächstes Jahr noch durchhalten, jetzt fehlt wahrscheinlich Essen. Lock. Stein. Ja. Wenn wir es bis nächstes Jahr noch durchhalten, dann haben wir endlich wieder genug zu essen. Würde mich freuen, wenn sie endlich mal weiterarbeiten würden. Weil es ist Sommer und die Felder sind gerade mal zu 30% bestellt. Ich möchte nicht, dass wie letztes Jahr wieder alles in die Binsen geht und wir ohne Essen dastehen. Wir eigentlich gerade? Wir brauchen zwei Bauarbeiter. Machen die Bauarbeiter das hier? Oder machen das die Lehrbauer? Kommen wir langsam in Teufelsküche jedenfalls. Denn die Nahrung ist gleich aus und... Die Nahrung ist aus. Was könnte man denn noch alles? Herbalist brauchen... Ach, der ist jetzt egal. Sammler. Wieso kann ich nicht mehr Sammler reinstellen? Ich glaube, hier ist gerade irgendjemand Wichtiges ist hier, glaube ich, gestorben. Anscheinend ein paar Leute gestorben zu sein, anscheinend. Vielleicht gibt es deshalb diese Verzögerung bei der Produktion. Oder fehlt denn irgendwas Wichtiges? Sie haben Bildung? Ich glaube, die haben keine Sachen mehr. Das ist vielleicht eine... Die brauchen gar keine Sachen eigentlich. Kann doch nackt rumlaufen. Jedenfalls Mitte Sommer muss ich dann wieder, Mitte Herbst muss ich den Leuten dann auf jeden Fall wieder sagen, dass sie ernten müssen. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ich hoffe doch, dass sie jetzt wenigstens hier ein bisschen was zusammenkriegen. Wahrscheinlich Nahrung. Nö, das interessiert niemand, dass wir keine Nahrung haben. Es ist nur entscheidend, dass wir keine Baumstämme haben. Wir haben Baumstämme. 18 Stück. Und 200 Feuerholz. Ach, die Enten schon. Oh, ich glaube, ich habe ein Unrecht getan. Ach, ich dachte gern... Nee, bauen die jetzt an oder ernten die? Ich weiß es nicht. Das ist so undurchsichtig. Ich
dachte die ganze Zeit, wir schaffen das nicht mehr, aber ich glaube, die ernten einfach an die ganze Zeit schon und deshalb. Oder ernten die automatisch ab einer bestimmten Zeit. Die Felder sehen aber groß gewachsen aus. Also hier, das sind doch schöne Weizenähren. Nochmal Kürbis oder Weizen? Ich glaube, ich nehme dann lieber nochmal Weizen. Brauchen wir dann schon 19 Leute für Essen? Und nächstes Jahr können wir hier wenigstens ein paar Walnüsse rausziehen. Market Street, Essen. Gibt es nicht einen Jäger irgendwo? Hunting Cabin. Man, die Tiere vermehren sich hier wunderbar, also denke ich mal, wir können es uns auch leisten, ein, zwei zu töten. Und ich sollte. Ja, ich weiß nicht, ich lasse es mal lieber so. So, ich. Ist halt eine endliche Ressource, nicht, dass wir einfach alle weg haben dann irgendwann. So. Ach so, hier ist alles voll mit denen. Na, ja, wird schon gehen. Das sieht besser aus. Ah, wir haben das erste vom Roots, sind glaube ich Wurzeln. Das sind Pilze, garantiert. Zwiebeln und Beeren. Schön. Haben wir ein richtig schönes Nahrungsangebot schon. Nur die Befüllung der Waren, der Vorratslager macht mir ein bisschen Sorgen. Ich schau mal, wie lange ich schon spiele. Ich habe da nämlich noch was zu tun. Ja, eine Dreiviertelstunde habe ich noch ungefähr. Und glücklicherweise habe ich nicht das Problem, dass ich gucken muss, wo mein Essen bleibt. Das ist wirklich ein Luxus, den man sehr zu schätzen wissen sollte. Und ich frage mich auch, ob man hier irgendwann ein Maximum Zeit hat, wenn man eine bestimmte Zeit lang überlebt hat, dass dann irgendwann hier Schluss ist und sie haben gewonnen, möchten sie weiterspielen. Oder ob man überhaupt gewinnen kann, vielleicht hätte ich auch mal bei meinem letzten Spiel warten sollen, bis wirklich alle Leute tot sind. Ob da irgendwie kommt, sie haben verloren oder so. Wahrscheinlich kommt schon so irgendwas. Alle ihre Leute sind tot, sie haben verloren. Naja, irgendwie sowas jedenfalls. Jäger soll ich jedenfalls das Eingriff anstellen. Ich habe echt ein bisschen Bedenken, dass die Tiere irgendwann weg sind. Obwohl, vielleicht brauche ich die Tiere irgendwann nicht mehr. Vielleicht kann ich auch. Ich könnte es ja mal probieren, ob ich schon irgendeine Möglichkeit habe, Tiere zu züchten. Geschwindigkeit ist auf 5. Geschwindigkeit mag ich. Ach so, was mache ich denn? Was brauche ich ja. Jetzt verstehe ich auch, warum das hier schon so weit fortgeschritten ist. Aus dem einfachen Grund, weil die automatisch als Laborer gekennzeichnet sind. Aber wir brauchen einen Woodcutter auf jeden Fall mehr. Und wenn wir einen Woodcutter, wenn Winter ist, brauchen wir auch einen Schmied mehr.
Und wir haben endlich mal genug Holz.